Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Derm erklärt. Heute muss ich mich selber filmen, deswegen halte ich das jetzt gegen den Spiegel. Wir hatten neulich ein super Intubationsvideo. Leider ist meine Kollegin so professionell, dass der Tubus schneller drin war, als ich filmen konnte. Kurz zum Thema Intubation, weil ich das gerade in der Schule habe. Narkose, Anästhesie. Was brauchen Sie? Sie brauchen einen Tubus, ja, etwas zum Festbinden, etwas Lidocain-Gel, ja, um auf den Anfang des Tubus zu machen, einen Maulspreizer, ein Laryngoskop, eine Blockspritze, hier ist noch ein Tubus, und um die Zunge vorzuziehen, kann man zum Beispiel diesen Gasetupfer nehmen oder man kann auch hier so ein, wie heißt das, Zungenklemme, ja, aber die finde ich immer ein bisschen fies. So, und jetzt würden wir gerne zeigen, also hier ist unser Hundi in Narkose mit Zugang. Okay, so. Und jetzt hoffe ich, dass wir Ihnen schön den Eingang präsentieren können. Also da geht das Laryngoskop. Aha. Und jetzt wird die Epiglottis mit dem Laryngoskop. Ja, die Zunge ein bisschen rausziehen, dann geht es meistens. Jetzt geht hier natürlich das Licht aus, klar. Super. Aber vielleicht kann man es zeigen. Vielleicht kann man nochmal gerade. Nee, warte mal, wir brauchen nochmal Licht. Jetzt muss ich es auf jeden Fall zeigen. Einmal Licht, Licht, Licht. Hier ist gerade aus. Schwach. Aber das wäre super, wenn einer leuchten kann, weil ich würde schon gern mal darstellen, wie man einen Tubus da reinbekommt. Genau, neues Laryngoskop. Wenn du willst, kann ich noch zusätzlich damit leuchten. Ja, jetzt sieht man es aber schön. Jetzt, genau, da kommt der Tubus und damit. Also man macht das im Grunde. Die Glotte ist runter. Ich weiß nicht, ob man da was sieht. Ja, sieht man gut. Gut. Und meistens weiß man, dass man da dann in der richtigen Richtung ist. Aber Sie haben es jetzt gesehen, wo man rein muss. Und die Kollegin kann das, wie gesagt, meistens mit dem. Jetzt kommt nochmal der Hustenreflex und da ist der Tubus drin. Jetzt muss der Tubus geblockt werden. Ja, man hört das auch schon schön. Man könnte hier auch, wenn man jetzt mal einmal drücken, bitte. Ja, ich fühle das hier an der Hand, ne, dass da Luft rauskommt. Und jetzt wird der Tubus befestigt und geblockt, damit er nicht verrutschen kann. 1A-Video. Danke!